Herzlich willkommen zum ersten Heimspiel der neuen Saison an der Hafenstraße. Gut 2,5 Monate sind seit dem letzten Heimspiel im Niederrhein-Pokal vergangen und so ist die Lust auf Fußball im ganzen Stadion spürbar. Seinen Teil dazu beigetragen hat auch der starke Auftritt vergangene Woche in Dortmund, der leider aber nur mit einem Punkt belohnt wurde. Heute kommt es nun auch gleich zu einem Derby. Gegner ist der Wuppertaler SV, der sich am ersten Spieltag auch mit einer Punkteteilung zufrieden geben musste. Vor über 10.000 Zuschauern will die Mannschaft von Sven Dehmann dann auch an die Leistung der letzten Woche anknüpfen und erwischt dann auch direkt einen Blitzstart. Nach dem langen Ball von Dennis Malura aus der eigenen Hälfte setzt sich Kevin Grund gegen Silvia Pagano durch und vollendet auch gleich zur Führung. Der erste gefährliche Angriff sitzt. Ja, das ist ein Start nach Maß für unsere Bergebohrbäcker. Geschickt setzte sich Kevin Grund da erst im Zweikampf durch und trifft dann ins lange Eck. Kurze Zeit später ist es wieder Kevin Grund über die linke Seite. Er bringt die Flanke vors Tor und da fällt Kai Bröger im Zweikampf mit Niklas Heidemann. Schiedsrichter Andreas Steffens sagt aber sofort weiterspielen. Das war für ihn kein Elfmeter. Die Führung gibt unseren Jungs von der Hafenstraße aber nicht die erhoffte Sicherheit und so kommt Wuppertal immer besser ins Spiel. Nach dem Freistoß von André Mandt hat Gino Windmühler die Kopfballchance. Ho! Da fehlte nicht viel und er hätte bei seiner Rückkehr an die Hafenstraße gleich getroffen. Bis zum Ende der letzten Saison spielte Windmüller ja noch für RWE. Unsere Rot-Weißen haben das Spiel inzwischen aus der Hand gegeben. Wuppertal kommt jetzt immer wieder zu Standards und ist dabei auch gefährlich. Philipp Zeiger stand da genau richtig auf der Linie und rettete in höchster Not. Und die Gäste aus dem Bergischen Land blieben dran. Diesmal geht es über die rechte Angriffsseite. Dort kann unsere Abwehr die Hereingabe nicht verhindern und so ist es Hagemann mit dem Kopf. Latte, oh, das war knapp. Da fehlte nicht mehr viel und es wäre der Ausgleich gewesen und der wäre mittlerweile wohl auch verdient. Kurz vor dem Abpfiff der ersten Hälfte erneut ein Freistoß für Wuppertal. Und dass sie dabei gefährlich sind, haben sie ja schon bewiesen. Wieder bringt André Mandt den Ball vor das Tor und da ist wieder Windmüller. Und wieder ist der Ball an der Latte, bevor Philipp Zeiger zur Ecke klären kann. Da heißt es für unsere Mannschaft tief durchatmen, dass wir mit der Führung in die Halbzeit gehen. Sven Dehmann wechselte in der Pause offensiv, weil er mit dem Gesehenen nicht zufrieden war. David Janssen spielt nun für Tolga Kokosan, aber erstmal wieder Wuppertal mit einem Eckball. Am langen Pfosten ist Christoph Kramer und er trifft. Nein, diesmal konnte weder das Aluminium noch Robin Heller retten. Das 1-1 für die Gäste aber inzwischen auch wirklich verdient. Und noch einmal direkt die Gäste. Christoph Kramer diesmal mit der Vorarbeit und in der Mitte ist es dann Kevin Hagemann, der nicht am Abschluss gehindert werden kann und das 2-1 für Wuppertal erzielt. Das Spiel ist gedreht, wieder war Robin Heller machtlos und konnte nichts mehr retten. Jetzt wird das ganz schwer, nochmal hier zurückzukommen. RWE ist jetzt aber zumindest wieder wacher und hat eine eigene Offensivaktion. Nach dem Einwurf von Kevin Grund ist es David Janssen mit dem Kopf, der Sebastian Wickel im Wuppertaler Tor zu einer Parade zwingt. Aber da unsere Bergebohrbäcker ja kommen müssen, gibt das Räume zum Kontern für Wuppertal. Hier mit einer 3-1 Überzahl. Aber Robin Heller rettet gegen Kevin Hagemann in höchster Not. Da war er stark aus dem Tor gekommen und hat den Winkel verkürzt. Die Jungs von der Hafenstraße tun sich aber schwer, klare Chancen herauszuspielen. Hier kommt Marcel Platzek zum Abschluss, aber das war dann auch zu ungefährlich, um Wickel im Tor ernsthaft zu gefährden. So sind wir dann auch schon in der Schlussminute, als der eingewechselte Gaetano Manno den Ball hereinbringt und Hagemann über den Ball tritt und so Davide Leikauf die Chance hat und diese dann auch nutzt und für die endgültige Entscheidung sorgt. Das Gegentor ist jetzt aber auch nicht mehr so von Bedeutung. Das Spiel war, ehrlich gesagt, vorher schon verloren. Das ist dann aber auch der Endstand. Trotz eines guten Starts in das Spiel verlor RWE den Faden und verliert verdient zu Hause gegen Wuppertal. Am Freitag geht es nun im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach weiter. Bis dahin nur der RWE.